Moin, moin Leute. Ja, meine erste Woche in der neuen Firma ist vorbei. Ja, die Firma ist jetzt circa 35 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Das heißt, so jeden Tag, weil ich immer am Kanal lang fahren muss und viele Ortschaften passieren muss, so zwischen 30 und 45 Minuten Fahrzeit. Naja, muss man halt durch. Am Tag werden 9 Stunden gearbeitet, 1 Stunde Pause, also 10 Stunden ist man in der Firma. Ich fange morgens um 7 an und abends 17 Uhr ist Feierabend. Das heißt, dass ich dann so, was weiß ich, 20 vor 6, also 17:45 Uhr, 17:40 Uhr sowas zu Hause bin. Ist zwar eine lange Zeit, wo man zu Hause weg ist, aber naja, ist halt so. Ja, Stundenlohn stimmt auch einigermaßen. Mehr sein könnte es immer, das wisst ihr. Aber naja, ich sag mal so, jedenfalls besser für wie für 9 Euro ein paar Zerquetschte irgendwo hier im Ort zu arbeiten. Weil das ist, da arbeitet man sich arm. Vor allen Dingen, wenn man arbeitslos wird. Ich bekomme jetzt so circa 800 Euro Arbeitslosengeld, weil ich die letzten paar Monate nur mit 9 Euro und, ach was weiß ich, paar 50 oder so arbeiten musste, dann bleibt da nicht mehr viel was von übrig. Also, naja, ist ja auch egal. Die Firma, wo ich eingesetzt bin, das ist so eine Firma, da werden so Planen, also Teichfolien zusammengeschweißt und für Biogasanlagen und alle möglichen Sachen, also auch für Deponien und so. Also ist schon, ich sag mal, teilweise ziemlich schwer. Aber es gefällt mir dort. Und das ist die Hauptsache. Was nützt mir eine Arbeit, wo ich 9 Euro etwas kriege und mir ewig der Stundenlohn hier oben im Kopf rumgeistert, für 9,50 € musst du jetzt hier arbeiten und so. Nee, das ist nichts für mich. Naja, also wie gesagt, die Firma ist in Ordnung, die Arbeitskollegen sind alle sehr, sehr nett, muss man auch ganz ehrlich sagen. Alles in allem, alles gut bis jetzt. Ja, die Leiharbeiterfirma, der Chef selber ist immer da, also ist jetzt keine große wie Randstadt oder was weiß ich, wie sie alle heißen, da die großen. Nein, das ist eine ganz kleine Klitsche. Und ja, ich sag mal so, wenn das Geld pünktlich ankommt und wenn er mich nicht versucht zu bescheißen, dann ist da auch alles easy. Ja, bis auf Arbeitsklamotten, da bin ich ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen unzufrieden, weil ich habe jetzt meine eigenen Arbeitsklamotten und von der Firma, wo ich jetzt eingesetzt werde, da bekomme ich jetzt innerhalb der nächsten na, 3, 4 Wochen Arbeitsklamotten und ja, meine Leiharbeiterbude hat es bis jetzt nicht geschafft, mir Arbeitsklamotten zukommen zu lassen. Ja gut, Sicherheitsschuhe habe ich und dreckig macht man sich da jetzt auch nicht so großartig. Also eine alte Jeans und so, das ist alles kein Thema, aber naja. Aber da ist so ein Manko, da will ich jetzt auch ein bisschen drüber wegsehen, weil mir die Arbeit eben auch Spaß macht. Ja, was soll ich noch so weiter dazu sagen? Das sollte jetzt erstmal nur so ein kurzes Update sein dazu. Und ich werde euch natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Ja, bis irgendwann mal wieder. Oder was heißt bis irgendwann mal wieder? Bis die Tage und Daumen hoch, kommentieren, wenn ihr wollt, auch abonnieren. Das war's dann. Tschüss!